Das Leben ist zu kurz für toxische Menschen, nicht wahr? Und doch scheinen sie immer wieder ihren Weg in unser Leben zu finden. Bei der Arbeit, in unseren Freundeskreisen, sogar in unseren Familien. Aber was wäre, wenn du diese Störenfriede erkennen könntest, bevor sie deine Welt auf den Kopf stellen? Genau darüber werden wir heute sprechen. Wir tauchen tief in 5 Arten von toxischen Menschen ein, auf die du achten musst. Dies ist nicht nur ein weiteres Listenvideo. Nein, wir geben dir Insiderwissen, wie du diese Persönlichkeiten identifizieren und, was noch wichtiger ist, wie du mit ihnen umgehen kannst. Kennst du das Gefühl, wenn du nach einem Gespräch völlig ausgelaugt bist? Oder wenn du es fürchtest, zur Arbeit zu gehen, weil da dieser eine Kollege ist? Das sind Anzeichen dafür, dass du es vielleicht mit einem toxischen Menschen zu tun hast. Aber hier kommt der Clou. Manchmal ist es nicht offensichtlich. Manchmal versteckt sich toxisches Verhalten hinter einem freundlichen Lächeln oder einer scheinbar hilfsbereiten Geste. Deshalb ist dieses Video so wichtig. Wir sprechen hier nicht nur über die offensichtlichen Idioten. Wir werden die subtilen Zeichen aufdecken, die darauf hinweisen, dass jemand toxisch sein könnte. Dieses Wissen, es ist wie eine Superkraft. Es kann dich vor Stress bewahren, deine mentale Gesundheit schützen und sogar deine Karriere fördern. Also, ob du nun mit einem schwierigen Chef, einem manipulativen Freund zu tun hast oder einfach nur auf zukünftige Begegnungen vorbereitet sein willst, dieses Video ist für dich. Wir werden jede Art von toxischen Menschen durchgehen, ihr Verhaltensmuster erklären und dir praktische Strategien an die Hand geben, wie du mit ihnen umgehen kannst. Bleib dran, denn am Ende dieses Videos wirst du in der Lage sein, auch die kniffligsten sozialen Situationen mit Selbstvertrauen zu meistern. Bereit, ein Profi im Erkennen und Umgang mit toxischen Menschen zu werden? Dann lass uns anfangen. Bevor wir in die 5 Arten von toxischen Menschen eintauchen, lass uns ein häufiges Missverständnis ausräumen. Du hast wahrscheinlich schon Leute den Begriff toxische Person als permanentes Label verwenden hören, oder? Aber hier ist die Wahrheit. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer toxischen Person und toxischem Verhalten. Lass mich dir von einem Chef erzählen, den ich einmal hatte. An den meisten Tagen war dieser Manager unterstützend und ermutigend, aber wenn Fristen näher rückten, verwandelte er sich. Plötzlich micromanagte er alle, schnappte bei den kleinsten Fehlern und schuf eine angespannte Atmosphäre im Büro. War dieser Chef eine toxische Person? Nicht genau. Siehst du, ihr Verhalten war toxisch, aber es definierte nicht ihre gesamte Persönlichkeit. Diese Unterscheidung ist entscheidend. Warum? Weil sie die Möglichkeit zur Veränderung und zum Verständnis eröffnet. Hast du dich schon einmal dabei ertappt, dich auf eine Weise zu verhalten, auf die du nicht stolz bist? Vielleicht hast du nach einem stressigen Tag einen geliebten Menschen angefahren oder aus Frustration über einen Kollegen getratscht. Macht dich das zu einer toxischen Person? Natürlich nicht. Es bedeutet, dass du in diesem Moment toxisches Verhalten gezeigt hast. Das Verständnis dieses Unterschieds ist wie eine Geheimwaffe in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Es erlaubt dir, problematisches Verhalten anzugehen, ohne die gesamte Person abzuschreiben. Es gibt Raum für Wachstum, sowohl für andere als auch für dich selbst. Also während wir die 5 Arten von toxischem Verhalten durchgehen, behalte dies im Hinterkopf. Wir sind nicht hier, um Menschen als grundsätzlich schlecht zu bezeichnen. Wir sind hier, um Verhaltensmuster zu identifizieren, die unser Wohlbefinden schädigen können, und zu lernen, wie wir sie effektiv angehen können. Nun fragst du dich wahrscheinlich, wie kann ich erkennen, ob ich es mit vorübergehend toxischem Verhalten oder einer durchgehend toxischen Person zu tun habe? Genau das werden wir als nächstes erkunden, während wir die emotionalen Muster hinter toxischem Verhalten beleuchten. Lass uns tiefer graben, um zu verstehen, was toxisches Verhalten antreibt. Das Verständnis dieser emotionalen Muster ist wie eine Straßenkarte zu den Handlungen einer Person. Es geht nicht darum, schlechtes Verhalten zu entschuldigen, sondern um Einblicke zu gewinnen, die uns helfen können, effektiver zu reagieren. An der Wurzel vieler toxischer Verhaltensweisen finden wir oft einen Cocktail aus negativen Emotionen. Wut, Streitlust und Groll sind häufige Übeltäter. Aber lassen wir uns einen Moment auf den Groll konzentrieren, denn er ist heimtückisch. Groll ist wie ein langsam wirkendes Gift. Er baut sich über Zeit auf, oft aus ungelösten Frustrationen und Verletzungen.
Vielleicht ist es der Kollege, der sich bei Beförderungen übergangen fühlt, oder der Freund, der auf deinen Erfolg eifersüchtig ist. Ihr Groll kann sich in subtilen Sticheleien, hinterhältigen Komplimenten oder Versuchen, dich zu untergraben, manifestieren. Aber hier ist der Clou: Die meisten Menschen, die diesen Groll hegen, sind sich dessen nicht einmal voll bewusst. Es ist wie Hintergrundgeräusch in ihrem Kopf, das ihre Wahrnehmungen und Handlungen färbt, ohne dass sie es merken. Nun denkst du vielleicht, ist nicht jeder manchmal ein bisschen nachtragend? Und du hättest recht. Der Unterschied liegt darin, wie Menschen mit diesen Gefühlen umgehen. Diejenigen, die zu toxischem Verhalten neigen, fehlen oft die emotionalen Werkzeuge, um ihren Groll auf gesunde Weise zu verarbeiten. Betrachten wir ein weiteres emotionales Muster: mangelnde Empathie. Dieses ist besonders tückisch, weil es nicht immer offensichtlich ist. Jemand mag charmant und gesellig wirken, aber wenn er konsequent nicht berücksichtigt, wie seine Handlungen andere beeinflussen, ist das ein Warnsignal. Denk an den Kollegen, der ständig auf Kosten anderer Witze macht. Er könnte sich damit verteidigen, dass er sagt, es ist nur ein Scherz. Aber seine Unfähigkeit zu verstehen oder sich darum zu kümmern, wie seine Worte andere beeinflussen, ist eine Form emotionaler Blindheit, die zu toxischem Verhalten führen kann. Angst ist ein weiterer mächtiger Treiber von toxischem Verhalten. Angst vor Versagen, Angst vor Zurückweisung, Angst, nicht die Kontrolle zu haben, all dies kann Menschen dazu bringen, auf eine Weise zu handeln, die anderen schadet. Der Chef, der micromanaget, könnte von der Angst getrieben sein, dass etwas schief geht. Der Freund, der ständig andere herabsetzt, könnte eine tief verwurzelte Angst vor Unzulänglichkeit verbergen. Das Verständnis dieser emotionalen Grundlagen bedeutet nicht, dass wir toxisches Verhalten tolerieren müssen. Aber es gibt uns wertvollen Kontext. Es ermöglicht uns, Situationen klarer und weniger reaktiv zu begegnen. Wie kannst du dieses Wissen nutzen? Erstens, indem du diese Muster bei anderen erkennst, kannst du dich emotional besser schützen. Du wirst weniger wahrscheinlich ihr Verhalten persönlich nehmen, wenn du verstehst, dass es von ihren inneren Kämpfen getrieben wird. Zweitens, kann dieses Verständnis deine Reaktion leiten. Wenn du erkennst, dass das toxische Verhalten einer Person aus Angst oder Unsicherheit resultiert, könntest du die Situation mit mehr Mitgefühl angehen, während du dennoch klare Grenzen setzt. Und hier ist eine Überlegung wert. Wie könnte das Verständnis dieser emotionalen Muster dir helfen, potenziell toxisches Verhalten bei dir selbst zu erkennen und anzugehen? Denke daran, wir alle haben die Fähigkeit zu toxischem Verhalten unter den richtigen oder falschen Umständen. Der Schlüssel ist Bewusstsein. Indem wir diese emotionalen Muster verstehen, sind wir besser gerüstet, uns selbst zu erkennen, bevor wir in toxische Verhaltensfallen tappen. Beginnen wir unsere Erforschung toxischer Verhaltensweisen mit einer, die nur allzu häufig vorkommt: Respektlosigkeit. Du bist respektlosen Menschen schon begegnet, nicht wahr? Sie sind diejenigen, die dich nach einer Interaktion klein, unbedeutend oder einfach nur wütend zurücklassen. Respektloses Verhalten zeigt sich in vielen Formen. Es könnte der Kollege sein, der dich ständig in Besprechungen unterbricht, der Freund, der immer zu spät kommt, ohne sich zu entschuldigen, oder das Familienmitglied, das deine Meinungen abtut. Im Kern geht es bei Respektlosigkeit um einen Mangel an Rücksichtnahme auf die Gefühle, die Zeit oder die Grenzen anderer. Nun denkst du vielleicht, ist nicht jeder manchmal respektlos? Und du hättest recht. Wir alle haben unsere Momente. Der entscheidende Unterschied liegt im Muster und der Intensität des Verhaltens. Toxische Respektlosigkeit ist konsistent und scheint oft absichtlich zu sein. Lassen wir uns ein Bild malen. Stell dir vor, du bist in einer Teambesprechung und teilst eine Idee, an der du wochenlang gearbeitet hast. Während du sprichst, rollt dein Kollege, nennen wir ihn Tom, die Augen, seufzt laut und fängt an, auf seinem Handy zu tippen. Als du fertig bist, anstatt konstruktives Feedback zu geben, sagt Tom, das wird nie funktionieren. Lass uns weitermachen. Wie würde dich das fühlen lassen? Dieses Szenario hebt mehrere Kennzeichen respektlosen Verhaltens hervor. Nonverbale Hinweise, Augenrollen, Seufzen, abfällige Sprache, Mangel an konstruktivem Engagement. Aber hier wird es schwierig. Respektlose Menschen verteidigen ihr Verhalten oft, indem sie behaupten, sie seien nur ehrlich oder direkt. Sie könnten sagen, ich bin nicht hier, um die Gefühle der Leute zu schonen.
Diese Verteidigung ermöglicht es ihnen, ihr Verhalten fortzusetzen, ohne Verantwortung für seine Auswirkungen zu übernehmen. Wie geht man also mit einer respektlosen Person um? Der erste Schritt ist, das Verhalten spezifisch anzusprechen. Anstatt zu sagen, du bist respektlos, versuche, wenn du mich in Besprechungen unterbrichst, fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Dieser Ansatz konzentriert sich auf das Verhalten und seine Auswirkungen, anstatt die Person anzugreifen. Du hast schon einmal versucht, respektloses Verhalten anzusprechen, nicht wahr? Es ist nicht einfach, aber es ist notwendig. Wenn die Person ihr Verhalten fortsetzt, nachdem du es angesprochen hast, könnte es an der Zeit sein, einen Vorgesetzten oder HR-Vertreter in einem Arbeitskontext einzubeziehen oder die Beziehung in einem persönlichen Kontext neu zu bewerten. Es ist auch entscheidend, deinen eigenen Selbstrespekt zu wahren, wenn du mit diesen Individuen umgehst. Gehe nicht auf ihr Niveau, indem du respektlos antwortest. Stattdessen zeige das Verhalten, das du gerne sehen würdest. Das bedeutet nicht, ein Fußabtreter zu sein. Es bedeutet, fest und klar in deinen Grenzen zu sein, während du andere mit dem Respekt behandelst, den sie dir vielleicht nicht entgegenbringen. Das Erkennen und Ansprechen respektlosen Verhaltens ist eine wichtige Fähigkeit im persönlichen und beruflichen Leben. Es ermöglicht dir, gesündere Beziehungen zu schaffen und eine positivere Umgebung um dich herum zu gestalten. Während wir fortfahren, achte auf diese respektlosen Verhaltensweisen in deinen täglichen Interaktionen. Du wirst überrascht sein, wie oft sie auftauchen und wie viel besser du dich fühlst, wenn du sie direkt ansprichst. Bist du bereit, die nächste Art von toxischem Verhalten zu erkunden? Es ist eine, die oft Hand in Hand mit Respektlosigkeit geht, aber ihre eigenen einzigartigen Merkmale hat. Lass uns eintauchen. Hast du jemals einen Raum betreten und das Gefühl gehabt, dass du nicht dazugehörst? Dieses unangenehme Gefühl rührt oft von ausgrenzendem Verhalten her, unserer nächsten Art von toxischem Verhalten. Ausgrenzende Menschen haben ein Talent dafür, die Welt in uns und sie zu teilen. Sie schaffen unsichtbare Barrieren auf Basis willkürlicher Kriterien wie sozialem Status, Ethnie, Bildung oder sogar etwas so Trivialem wie Musikgeschmack. Du hast solche Menschen schon getroffen, nicht wahr? Sie sind die, die dich das Gefühl geben, du seist außen vor. Lassen wir uns ein Szenario malen. Stell dir vor, du hast gerade einen neuen Job begonnen. Du bist aufgeregt, eifrig darauf, dich einzufügen und freust dich darauf, mit deinen neuen Kollegen zu verbinden. Aber nach einigen Tagen bemerkst du ein Muster. Eine Gruppe von Kollegen ist immer zusammen zu Mittag, teilt Insider-Witze und plant Aktivitäten nach der Arbeit. Wenn du versuchst, dich anzuschließen, geben sie vage Antworten oder wechseln das Thema. Wie würde dich das fühlen lassen? Das ist ausgrenzendes Verhalten in Aktion. Es ist subtil, oft getarnt als nur eine eng verbundene Gruppe, aber seine Auswirkungen können verheerend sein. Es schafft eine Atmosphäre der Ungleichheit und erodiert den Teamzusammenhalt. Ausgrenzendes Verhalten ist nicht immer so offensichtlich. Manchmal manifestiert es sich auf hinterhältigere Weise. Verwendung von Fachjargon oder Referenzen, die nicht jeder versteht, ohne Erklärung, konsistente Zuweisung wichtiger Aufgaben an eine ausgewählte Gruppe, Ignorieren oder Abtun von Beiträgen bestimmter Personen oder Gruppen. Was dieses Verhalten besonders toxisch macht, ist seine Welleneffekt. Wenn Menschen sich ausgeschlossen fühlen, sind sie weniger geneigt, Ideen beizutragen, Risiken einzugehen oder sich voll und ganz in ihre Arbeit oder sozialen Kreise einzubringen. Dies führt zu einem Verlust an unterschiedlichen Perspektiven und potenziellen Innovationen. Wie gehst du also mit ausgrenzendem Verhalten um? Wenn du am empfangenden Ende bist, ist es wichtig, deine Stimme zu erheben. Du könntest sagen, mir ist aufgefallen, dass ich nicht zu den Teammittagessen eingeladen werde. Gibt es einen Grund dafür? Dies eröffnet die Tür für einen Dialog, ohne anklagend zu sein. Wenn du in einer Führungsposition oder einflussreicher Position bist, hast du die Verantwortung, eine inklusive Umgebung zu fördern. Das bedeutet, aktiv nach unterschiedlichen Meinungen zu suchen, sicherzustellen, dass jeder die Chance hat, beizutragen und ausgrenzendes Verhalten zu benennen, wenn du es siehst. Du warst wahrscheinlich schon einmal in einer Situation, in der du inklusiver hättest sein können, richtig? Wir alle waren das. Der Schlüssel ist, diese Momente zu erkennen und bewusst zu bemühen, es besser zu machen. Hier ist eine herausfordernde Frage.
Wie könntest du unbewusst andere in deinem täglichen Leben ausschließen? Es lohnt sich, einen Moment darüber nachzudenken. Gibt es Menschen, die du in Besprechungen tendenziell übergehst? Hast du eine Go-To-Gruppe, auf die du dich immer verlässt, möglicherweise auf Kosten anderer? Das Erkennen dieser Muster ist der erste Schritt, um eine inklusivere Umgebung zu schaffen. Ausgrenzendes Verhalten, wie alle toxischen Verhaltensweisen, gedeiht in der Stille. Indem wir es ans Licht bringen und aktiv dagegen arbeiten, können wir Räume schaffen, in denen sich jeder wertgeschätzt und gehört fühlt. Während wir fortfahren, achte auf diese ausgrenzenden Verhaltensweisen in deinen täglichen Interaktionen. Du wirst überrascht sein, wie oft sie auftreten und wie viel besser deine Umgebung wird, wenn du sie ansprichst. Nun betreten wir dunklere Gefilde mit unserer nächsten Art von toxischem Verhalten, Missbrauch. Hier geht es nicht nur um gelegentliche Unhöflichkeit oder Ausgrenzung. Wir sprechen über ein Verhaltensmuster, das anderen ernsthaften Schaden zufügt. Missbräuchliches Verhalten kann viele Formen annehmen. Es kann physisch, emotional, verbal oder sogar finanziell sein. Du hast wahrscheinlich Geschichten über Mobbing am Arbeitsplatz, häusliche Gewalt oder emotionale Manipulation gehört. Dies sind alles Beispiele für missbräuchliches Verhalten. Betrachten wir ein Szenario. Stell dir vor, ein Vorgesetzter erniedrigt regelmäßig seine Teammitglieder. Er schreit, wenn Fehler gemacht werden, greift bei Leistungsbeurteilungen persönlich an und droht mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, um alle in Schach zu halten. Das Team läuft auf Eierschalen, hat Angst, sich zu äußern oder Risiken einzugehen. Die Produktivität sinkt, aber die Fluktuation steigt rasant. Dies ist ein klassisches Beispiel für eine missbräuchliche Arbeitsumgebung. Aber Missbrauch ist nicht immer so offensichtlich. Er kann subtil, heimtückisch und schwer zu erkennen sein. Ein romantischer Partner, der ständig dein Aussehen oder deine Intelligenz kritisiert und damit dein Selbstwertgefühl untergräbt. Ein Freund, der Schuldgefühle benutzt, um dich zu manipulieren. Ein Familienmitglied, das deine Gefühle abtut und dich dazu bringt, an deinen eigenen Erfahrungen zu zweifeln. Dies sind alles Formen von emotionalem Missbrauch. Was missbräuchliches Verhalten besonders toxisch macht, ist seine lang anhaltende Wirkung. Opfer tragen oft die Narben lange nach dem Ende des Missbrauchs. Es kann ihre Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu führen, ihr Selbstwertgefühl und sogar ihre körperliche Gesundheit beeinträchtigen. Um mit missbräuchlichem Verhalten umzugehen, ist eine feste Haltung erforderlich. Wenn du Missbrauch erlebst, ist es wichtig, deine Sicherheit und dein Wohlbefinden zu priorisieren. Das könnte bedeuten, klare Grenzen zu setzen, Unterstützung von vertrauenswürdigen Freunden oder Fachleuten zu suchen oder in schweren Fällen die Situation ganz zu verlassen. Wenn du missbräuchliches Verhalten beobachtest, kann es kraftvoll sein, sich zu äußern. Viele Missbrauchstäter verlassen sich darauf, dass andere schweigen, um ihr Verhalten ungehindert fortzusetzen. Indem du es ansprichst, unterstützt du nicht nur das Opfer, sondern sendest auch eine klare Botschaft, dass solches Verhalten inakzeptabel ist. In beruflichen Umgebungen haben die meisten Organisationen Richtlinien, um missbräuchliches Verhalten anzugehen. Wenn du Missbrauch am Arbeitsplatz erlebst oder beobachtest, dokumentiere die Vorfälle und melde sie der Personalabteilung oder den zuständigen Behörden. Es ist wichtig zu beachten, dass Missbrauchstäter oft versuchen, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Sie könnten behaupten, sie seien nur leidenschaftlich oder das Opfer sei zu sensibel. Lass dich nicht von diesen Ausreden täuschen. Leidenschaft rechtfertigt keine Grausamkeit und Emotionen zu haben, macht niemanden überempfindlich. Du fragst dich vielleicht, ob du selbst jemals missbräuchliches Verhalten gezeigt hast. Es ist eine schwierige Frage, aber eine wichtige. Hast du jemals deine Position oder Beziehung genutzt, um jemanden klein oder machtlos zu machen? Hast du jemals die Emotionen einer Person manipuliert, um zu bekommen, was du willst? Diese Tendenzen in uns selbst zu erkennen, ist der erste Schritt zur Veränderung. Missbräuchliches Verhalten ist vielleicht die schädlichste Form der Toxizität, die wir bisher besprochen haben. Es zerstört Vertrauen, zerbricht Selbstwertgefühl und kann bleibende Traumata hinterlassen. Indem wir verstehen, wie es aussieht und wie wir damit umgehen, können wir daran arbeiten, sicherere, gesündere Umgebungen für alle zu schaffen. Während wir unsere Erkundung toxischer Verhaltensweisen fortsetzen, bedenke, dass das Ziel nicht nur darin besteht, diese Verhaltensweisen bei anderen zu erkennen,
sondern auch unser eigenes Verhalten zu reflektieren und uns zu verbessern. Unsere nächste Art von toxischem Verhalten mag weniger offensichtlich sein als Missbrauch, ist aber nicht weniger schädlich. Schauen wir uns das an. Jetzt tauchen wir in eine Art von toxischem Verhalten ein, das oft im Verborgenen operiert: Verrat. Dies ist das Reich der Rückenschläger, zweigesichtigen Freunde und derer, die persönlichen Gewinn über Loyalität und Vertrauen stellen. Verräterisches Verhalten zeichnet sich durch Täuschung, versteckte Absichten und die Bereitschaft aus, andere für persönlichen Vorteil zu verraten. Du bist dem wahrscheinlich schon begegnet, vielleicht ein Kollege, der dir ins Gesicht lächelt, aber hinter deinem Rücken schlecht über dich spricht, oder ein Freund, der deine Geheimnisse mit anderen teilt. Stell dir dieses Szenario vor. Du arbeitest an einem großen Projekt bei der Arbeit. Ein Kollege war unglaublich unterstützend, hat Hilfe und Ermutigung angeboten. Du vertraust ihm deine Ideen und Bedenken an. Aber am Tag der Präsentation bist du schockiert, dass dieser Kollege deine Ideen als seine eigenen präsentiert und den vollen Kredit für die Arbeit nimmt, die du geteilt hast. Wie würdest du dich fühlen? Das ist Verrat in Aktion. Es geht nicht nur um die gestohlenen Ideen, es ist der Vertrauensbruch, der tief schmerzt. Verräterisches Verhalten kann dich verletzt, wütend und misstrauisch gegenüber anderen machen. Verrat ist nicht immer so dramatisch. Es kann sich in kleineren, alltäglichen Handlungen manifestieren. Der Freund, der dir privat zustimmt, aber öffentlich auf der Seite anderer steht. Das Teammitglied, das wichtige Informationen zurückhält, um selbst besser dazustehen. Der Partner, der eine geheime Beziehung aufrechterhält. Was verräterisches Verhalten besonders toxisch macht, ist seine Zerstörung von Vertrauen. Wenn du den Menschen um dich herum nicht vertrauen kannst, wird es schwierig, zusammenzuarbeiten, bedeutungsvolle Beziehungen zu formen oder sich in deiner Umgebung sicher zu fühlen. Um mit verräterischem Verhalten umzugehen, ist ein feinfühliges Gleichgewicht erforderlich. Einerseits möchtest du dich vor weiterem Verrat schützen. Andererseits kann übermäßiges Misstrauen deine Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu bilden, beschädigen. Wenn du Opfer von Verrat geworden bist, ist es wichtig, dies direkt anzusprechen. Konfrontiere die Person mit ihrem Verhalten und konzentriere dich auf das spezifische Verhalten und seine Auswirkungen auf dich. Ihre Reaktion kann dir viel darüber sagen, ob die Beziehung gerettet werden kann. In beruflichen Umgebungen kann das Dokumentieren verräterischen Verhaltens entscheidend sein. Halte Aufzeichnungen über deine Arbeit, Kommunikation und alle Vorfälle von Verrat. Dies kann dich schützen, wenn die Situation eskaliert oder eine Intervention durch Vorgesetzte erforderlich wird. Du fragst dich vielleicht, ob du selbst jemals verräterisches Verhalten gezeigt hast. Hast du jemals Informationen geteilt, die nicht deine waren? Hast du dir die Arbeit eines anderen zu eigen gemacht, auch nur in kleinem Maße? Es ist unangenehm, darüber nachzudenken, aber diese Tendenzen zu erkennen, ist der erste Schritt zur Veränderung. Verrat gedeiht in Umgebungen, in denen Transparenz fehlt und persönlicher Gewinn über kollektiven Erfolg gestellt wird. Durch die Förderung offener Kommunikation und einer Kultur der gegenseitigen Unterstützung können wir Räume schaffen, in denen verräterisches Verhalten weniger wahrscheinlich Fuß fasst. Während wir unsere persönlichen und beruflichen Beziehungen navigieren, kann das Wachsambleiben gegenüber Anzeichen von Verrat uns helfen, uns selbst und andere zu schützen. Ebenso wichtig ist es, Vertrauenswürdigkeit in unseren eigenen Handlungen zu kultivieren und das Verhalten zu fördern, das wir in der Welt sehen wollen. Unsere Erkundung toxischer Verhaltensweisen ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch eine weitere Art, die wir besprechen müssen. Eine, die die Grundlagen unserer sozialen und beruflichen Strukturen untergraben kann. Schauen wir uns unsere letzte Kategorie an. Wir sind bei unserer letzten Kategorie von toxischem Verhalten angekommen und es ist eine große, unethisches Verhalten. Diese Art von Verhalten geht über persönliche Interaktionen hinaus und trifft den Kern unserer moralischen und beruflichen Standards. Unethisches Verhalten umfasst eine breite Palette von Handlungen, die gegen moralische Prinzipien, berufliche Verhaltenskodizes oder gesellschaftliche Normen verstoßen. Es ist der Kollege, der Zahlen in Berichten fälscht, der Freund, der seinen Partner betrügt, oder der Chef, der dich bittet, etwas Illegales zum Wohle des Unternehmens zu tun. Lass uns ein Bild malen. Du bist Teil eines Teams, das an einem wichtigen Projekt für einen Kunden arbeitet.
Als die Frist näher rückt, entdeckst du, dass einige der Daten in deinem Bericht ungenau sind. Als du dies deinem Teamleiter mitteilst, winkt er es ab und sagt, der Kunde wird es nie bemerken. Lass es so. Wir können es uns nicht leisten, diese Frist zu verpassen. Wie würdest du in dieser Situation reagieren? Dieses Szenario verdeutlicht die heimtückische Natur unethischen Verhaltens. Es beginnt oft klein und kommt mit Rechtfertigungen, die im Moment vernünftig erscheinen mögen. Aber diese kleinen ethischen Verstöße können sich summieren und eine Kultur schaffen, in der größere Übertretungen normalisiert werden. Unethisches Verhalten kann viele Formen annehmen: Lügen oder Fakten gegenüber Kunden oder Vorgesetzten falsch darstellen, Verletzen von Vertraulichkeitsvereinbarungen, Missbrauch von Unternehmensressourcen für persönliche Zwecke, Ignorieren von Sicherheitsprotokollen, um Abkürzungen zu nehmen. Was unethisches Verhalten besonders toxisch macht, ist seine Welleneffekt. Wenn Ethik kompromittiert wird, betrifft das nicht nur die beteiligten Personen. Es kann den Ruf einer Organisation schädigen, das öffentliche Vertrauen erodieren und sogar rechtliche Konsequenzen haben. Mit unethischem Verhalten umzugehen erfordert oft Mut. Wenn du unethisches Verhalten beobachtest, kann es beängstigend sein, sich zu äußern, besonders wenn das Verhalten von einem Vorgesetzten ausgeht. Aber Schweigen macht dich mitschuldig. Viele Organisationen haben Whistleblower-Richtlinien oder Ethik-Hotlines, um Bedenken anonym zu melden. Mach dich mit diesen Ressourcen vertraut, bevor du sie benötigst. Wenn du mit einem ethischen Dilemma konfrontiert bist, suche Rat bei vertrauenswürdigen Mentoren oder Fachleuten, die dir Orientierung bieten können. Du fragst dich vielleicht, ob du selbst jemals unethisches Verhalten gezeigt hast. Hast du jemals die Regeln nur dieses eine Mal gebogen, weil es bequem war? Hast du jemals geschwiegen, als du wusstest, dass etwas nicht in Ordnung war? Diese Momente zu erkennen, ist entscheidend für persönliches Wachstum und die Aufrechterhaltung deiner Integrität. Unethisches Verhalten gedeiht in Umgebungen, in denen kurzfristige Gewinne über langfristige Konsequenzen gestellt werden und es an Verantwortlichkeit mangelt. Durch die Förderung einer Kultur der Transparenz, Integrität und ethischen Entscheidungsfindung können wir Räume schaffen, in denen das Richtige zur Norm wird, nicht zur Ausnahme. Während wir unser persönliches und berufliches Leben navigieren, ist es unerlässlich, regelmäßig unseren moralischen Kompass zu überprüfen. Sind unsere Handlungen im Einklang mit unseren Werten? Tragen wir zu einer ethischen Umgebung bei oder sind wir Teil des Problems? Indem wir unethisches Verhalten verstehen und angehen, schützen wir nicht nur uns selbst und unsere Organisationen, sondern tragen auch zu einer gerechteren und vertrauenswürdigeren Gesellschaft bei. Wir haben nun alle 5 Arten von toxischem Verhalten abgedeckt. Jede kann auf ihre Weise Beziehungen, Arbeitsplätze und Gemeinschaften vergiften. Aber Wissen ist Macht. Indem wir diese Verhaltensweisen erkennen, sind wir besser gerüstet, sie anzusprechen und gesündere Umgebungen für alle zu schaffen. Das Erkennen toxischer Verhaltensweisen ist nur der erste Schritt. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, wie wir darauf reagieren. Wie gehen wir also effektiv mit toxischen Menschen um, ohne selbst toxisch zu werden? Zuerst beurteile die Situation. Ist dies ein einmaliger Vorfall oder ein Verhaltensmuster? Denk an unsere frühere Diskussion über den Unterschied zwischen toxischen Menschen und toxischem Verhalten. Manchmal kann eine normalerweise freundliche Person aufgrund von Stress oder persönlichen Problemen aus der Reihe tanzen. In solchen Fällen kann offene Kommunikation oft das Problem lösen. Wenn du es mit konsistent toxischem Verhalten zu tun hast, ist das Setzen klarer Grenzen entscheidend. Sei spezifisch darüber, welche Verhaltensweisen inakzeptabel sind und welche Konsequenzen folgen, wenn sie fortgesetzt werden. Zum Beispiel könntest du sagen, wenn du mich anschreist, fühle ich mich unwohl. Wenn das noch einmal passiert, werde ich das Gespräch sofort beenden. Gewaltfreie Kommunikation kann hier ein mächtiges Werkzeug sein. Konzentriere dich darauf, wie das Verhalten dich beeinflusst, anstatt die Person anzugreifen. Anstatt zu sagen, du bist so rücksichtslos, versuche, wenn du zu unseren Meetings zu spät kommst, fühle ich mich nicht respektiert und es stört die Produktivität unseres Teams. Dokumentiere Vorfälle von toxischem Verhalten, besonders in beruflichen Umgebungen. Dies schafft einen Nachweis, falls du das Problem an HR oder die Geschäftsleitung eskalieren musst.
Manchmal setzt sich das toxische Verhalten trotz deiner besten Bemühungen fort. In solchen Fällen kann es notwendig sein, sich von der Person zu distanzieren. Dies könnte bedeuten, Interaktionen zu begrenzen, Teams bei der Arbeit zu wechseln oder in schweren Fällen die Beziehung ganz zu beenden. Während dieses Prozesses kümmere dich um dich selbst. Der Umgang mit toxischen Menschen kann emotional erschöpfend sein. Stelle sicher, dass du Selbstfürsorge praktizierst und Unterstützung von vertrauenswürdigen Freunden, Familie oder Fachleuten suchst, wenn nötig. Erinnere dich, du bist nicht verantwortlich dafür, das Verhalten einer anderen Person zu ändern. Deine Aufgabe ist es, dein eigenes Wohlbefinden zu schützen und deine Integrität zu wahren. Indem du das tust, hilfst du nicht nur dir selbst. Du trägst auch zu einer gesünderen Umgebung für alle um dich herum bei. Wir haben einen tiefen Einblick in die Welt der toxischen Verhaltensweisen genommen und 5 verschiedene Arten erkundet, die unser persönliches und berufliches Leben vergiften können. Von Respektlosigkeit bis hin zu unethischem Verhalten haben wir gesehen, wie diese Verhaltensweisen Vertrauen untergraben, Beziehungen schädigen und feindselige Umgebungen schaffen können. Aber Wissen ist Macht. Indem wir diese toxischen Muster erkennen, sind wir besser gerüstet, sie frühzeitig zu erkennen und effektiv darauf zu reagieren. Wir sind nicht nur Opfer der Umstände. Wir haben die Werkzeuge, um aktiv unsere Umgebungen und Beziehungen zu gestalten. Erinnere dich, das Ziel ist nicht, Menschen als toxisch zu labeln und abzuschreiben. Es geht darum, schädliche Verhaltensweisen zu erkennen, gesunde Grenzen zu setzen und positivere Interaktionen zu fördern. Manchmal können wir, indem wir diese Verhaltensweisen direkt ansprechen, anderen tatsächlich helfen, sich zu entwickeln und zu verbessern. Gleichzeitig müssen wir den Blick nach innen richten. Hast du eines dieser Verhaltensweisen bei dir selbst erkannt? Es geht nicht darum, sich selbst zu geißeln, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen und sich zu verbessern. Persönliches Wachstum ist eine lebenslange Reise und Bewusstsein ist der erste Schritt. Während du voranschreitest, bleib wachsam. Achte auf die Dynamik in deinen Beziehungen und am Arbeitsplatz. Sind sie nährend oder anstrengend? Bringen sie das Beste oder das Schlechteste in dir hervor? Hab keine Angst, deine Stimme zu erheben, wenn du toxisches Verhalten begegnest. Deine Stimme kann der Katalysator für positive Veränderungen sein. Eine gesunde Umgebung zu schaffen, bedeutet nicht nur Negativität zu vermeiden. Es geht darum, aktiv Positivität zu kultivieren. Feiere Freundlichkeit, Integrität und Respekt, wenn du sie siehst. Sei die Person, die andere erhebt, anstatt sie herunterzureißen. Indem wir toxische Verhaltensweisen verstehen und angehen, verbessern wir nicht nur unser eigenes Leben. Wir tragen zu einem Welleneffekt bei, der unsere Gemeinschaften, Arbeitsplätze und die Gesellschaft als Ganzes transformieren kann. Es beginnt mit jedem von uns, eine Interaktion nach der anderen. Also, was ist dein nächster Schritt? Wie wirst du das Gelernte anwenden, um positivere, gesündere Beziehungen in deinem Leben zu schaffen? Die Macht liegt in deinen Händen.